Hallo liebe Gadgets TV Zuschauer, in meiner Hand halte ich mal kein neues Gerät, sondern ein Gerät, ja, was schon ein bisschen älter ist, ungefähr ein Jahr alt. Das ist nämlich das HP Touchpad. Ich muss es mal ein bisschen sauber machen, weil ich das schon voller Fingerabdrücke habe. Das HP Touchpad, eigentlich von Hewlett-Packard mit WebOS ausgestattet, verkauft worden. Aber mittlerweile gibt es dieses Gerät leider nicht mehr zu kaufen. Wieso, weshalb ich das heute mal ein bisschen unter die Lupe nehmen werde, ist ganz einfach. Es ist nämlich mittlerweile eine Preview-Version von Android 4.1.1 aka Jelly Bean am Markt erschienen von den Programmierern von CyanogenMod. Das wollen wir uns mal anschauen. Die ganze Installationsprozedur lasse ich erstmal weg. Das ist nur eine Preview-Version, da ist noch nicht sämtliche Funktionalität drin. Zum Beispiel funktioniert Kamera und Mikrofon noch nicht und auch die Audioausgabe funktioniert noch nicht. Aber ansonsten ist es eigentlich fürs normale Surfen, E-Mail abrufen und so weiter und so fort schon, sag ich mal, nutzbar. Und da wollen wir jetzt mal einen Blick drauf werfen. Dazu stellen wir erstmal die Kamera um. Bis gleich. So, jetzt haben wir hier das HP Touchpad endlich mal in voller Lebensgröße und schauen uns mal hier CyanogenMod 10 in der Preview-Version an. Wer, sage ich mal, mit seinem HP Touchpad und einem Android-Betriebssystem, sage ich mal, dauerhaft arbeiten will und auch Videos genießen will, der sollte die Finger weglassen von der 10er-Version und dann vielleicht auf die 9er oder die 7er-Version bleiben. Schade. Gehen wir mal nochmal rein. Hier, ein Lockscreen, da sieht man auch schon, dass es sich hierbei eigentlich um Android 4.1.1 Jelly Bean handelt. Wie ich schon eingangs erwähnt hatte, Kamera funktioniert zum Beispiel nicht. Wenn ich jetzt hier hingehe in die Kamerafunktion, dann bleibt es erstmal schwarz. Ich kann dann hier auch nochmal wieder zurückspringen in den Lockscreen hinein und jetzt nochmal drauf gehen. Da sagt er, keine Verbindung zur Kamera möglich. Ja, das ist natürlich schade, aber macht ja auch nichts. Das HP Touchpad hat leider auch nur eine Frontkamera und keine rückwärtige Kamera. Drücken wir auf OK, schließt sich das sofort und man gerät hier in den Homescreen hinein. Die anderen Funktionen, ja, entsperren bleibt hier nur noch und dann hier in das Google Now. Dort kann man hineingehen und auch die Karten werden da eben halt zum Beispiel angegeben und man kann sich das hier natürlich so einstellen, wie man das gerne hätte. Und schauen wir doch mal, was es sonst noch zu berichten gibt über CyanogenMod 10 auf 4.1.1 Version basierend von Android, von Googles Android-Betriebssystem. Und hier sieht man das auch noch mal als Beweis 4.1.1 Android-Version. Ja. Es funktioniert noch nicht sehr viel, oder gesagt, die Basisfunktionen wie Browsen funktioniert. Man kann entweder den Standardbrowser verwenden oder auch Google Chrome. Das funktioniert hier alles eigentlich relativ gut. Geht man mal hier hin. Schauen wir uns mal. Springen wir mal in unsere Videos hinein. Und schauen mal nach, ob das hier eben halt auch funktioniert. Ja. So, hier müsste man dann eigentlich ein Flash-Plugin dann herunterladen, um das dann in Betrieb zu nehmen. Das ist natürlich hier noch nicht installiert, man muss es ihm halt selber installieren. Worauf man achten sollte, wenn man CyanogenMod 10 installiert, dass man sich auch die, sag ich mal, Google Play-Version dafür auch noch herunterlädt und dann diesen ganzen Installationsprozess dann eben halt mit rein integriert. Wie das mit der Installation funktioniert, werde ich jetzt erstmal nicht beschreiben, denn das ist eine Preview-Version und das schauen wir uns dann an, wenn eine stabile und mit allen Features ausgestattete CyanogenMod 10 für das HP Touchpad herauskommt. Dann werde ich euch auch nochmal zeigen, wie die Installationsvariante halt funktioniert oder wie man das vorgeht, um das zu installieren. Browsen funktioniert tipptopp, einwandfrei. Man kann da eigentlich nicht viel rummeckern. Wenn man jetzt aber in YouTube hineingeht, da ja, trifft es uns leider, dass man da eben halt keine Videos sehen kann. Man sieht zwar hier die ganzen Vorschaubilder,
wie zum Beispiel unser Unboxing vom Asus Transformer Pad. Wenn man dort draufklickt, dann sollte hier normalerweise das Video ablaufen, tut es aber nicht, denn es steht hier Problem beim Abspielen zum Wiederholen tippen. Und wenn man hier draufklickt und man denkt, vielleicht liegt es ja an der HD-Variante, dass es noch nicht abspielen kann, und auf die SD-Variante klickt, dann kommt dieselbe Fehlermeldung. Es funktioniert einfach nicht. Und ja, damit muss man eben halt leben. Es ist aber auch nur eine Preview-Version. Nochmals gesagt, es ist eine Preview-Version. Es ist keine stabile Variante und es werden auch noch nicht alle Features unterstützt. Spielen, zumindest Angry Birds, das habe ich schon mal ausprobiert. ReRacing HD habe ich noch nicht zu Ende installiert. Da müssen noch ungefähr 600 MB an Daten heruntergeladen werden. Das wollte ich mir jetzt eben halt nicht antun, denn ich wollte dich schnell informieren, was hier eben halt mit HP Touchpad eben halt machbar ist mit Android 4.11. So, das funktioniert eigentlich. Ich habe noch keine Abstürze gehabt. Ich habe das schon zwei, dreimal eben halt wiederholt, diese Sequenz, und gespielt. Es funktioniert eigentlich tadellos. Was auch noch nicht funktioniert, wenn Video nicht abgespielt werden kann, dann kann leider auch nicht, ja, Musik abgespielt werden. Ich habe jetzt mal hier Google Play Music mal dran und versuche mal hier jetzt was abzuspielen. Drück mal hier auf Play. Auf Play, so. Angefordertes Stream kann nicht wiedergegeben werden, okay. Vorhin ging das eben halt noch, aber ihr seht auch, dass es eben halt nicht funktioniert. Ja. Ihr habt es ja eigentlich auch schon gemerkt bei Angry Birds, wenn ich jetzt nochmal bei Angry Birds hineinspringe, da gibt es auch keinen Ton, um dann hier das Spielerlebnis auch audiomäßig zu untermalen. Ich habe es bis zum Anschlag hochgeregelt, aber ich kriege hier keine Angry Birds Sounds zum Hören. Ja. Nachteil von einer Preview, aber wer eben mal halt neugierig ist, der will das natürlich dann nicht mal wissen und nochmal reinschauen und das mal ausprobieren. Nice Features, hier kann man auch mal wieder in die Google Now Karte hineinspringen und so weiter und so fort. Ja, wenn ihr es unbedingt installieren wollt, dann macht es, beschwert euch aber nicht, dass es eben halt hier nicht alles funktioniert. Hardwarebeschleunigung von Games, ja, wird es nicht so schnell geben, genauso wenig wie die Audio-Funktionalitäten. Das wird wahrscheinlich eher geschehen und auch die Videobeschleunigung, die funktioniert noch nicht. Wir können ja mal kurz in den Nena Mark II hineingehen und mal sehen, wie das mit der Hardware-Beschleunigung von Grafik eben halt aussieht. Wenn wir jetzt hier auf Start drücken, auf Run, dann sehen wir hier die Frames angezeigt. Bei knapp 34, 32 Frames, okay, gut. Aber die Grafik haut einem nicht vom Sockel, wenn man sich das nochmal anschauen würde im Vergleich mit einem Samsung Galaxy S3 zum Beispiel oder mit einem vergleichbaren Tablet, dann sieht das natürlich dort wesentlich schöner aus, weil dort die Hardwarebeschleunigung eben halt gegeben ist. Naja, nun gut, soweit zu Cyanogen Mod 10 Preview Version auf dem HP Touchpad. Meine Empfehlung, bleibt erstmal auf der 9er Version, Cyanogen Mod 9. Die 10er Version ist eben halt noch nicht im vollen Funktionsumfang vorhanden. Alle weiteren Informationen findet ihr natürlich bei uns im Blog. Oder wenn ihr nach einem Tablet sucht, das in nächster Zeit vielleicht mit Android Jelly Bean ausgeliefert wird, dann schaut bei uns im Shop nach unter getgoods.de und hoh.de. Mein Name ist Schuh und vielen Dank für das Zuschauen. Wir sehen uns sicherlich bald wieder hier auf unserer Videoplattform videos.getgoods.de. Bis bald.